Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Thief Simulator. So, ich bin jetzt hier wieder beim Pfandleiher. Ich dachte, ich hätte beim letzten Mal hier an der Greenview Street aufgehört, aber hey, kann ja schnell hinfahren. So, beim letzten Mal, da habt ihr mir ja einfach meine hart erklauten Geschenke aus dem Kofferraum geklaut. Die Mistkerle, die. Aber ich weiß ja jetzt, wo sie sind. Und kann sie mir jederzeit wiederholen. So, aber ja, wo ich das mache, wollte ich hier der Gegend erstmal schön stibitzen gehen. Ja, kleiner Schaden, ist nicht so schlimm. So, ups, Kurvenlage. Weil ich brauche ja auch noch so ein paar kleine Geschenke. Und ich brauche noch diesen Schlitten vom Santa. Den habe ich bisher nicht entdeckt und ich habe da so eine Ahnung. Halt, ich war zu weit, weil ich wollte ja mal gucken, wann sind denn die da vorne nicht zu Hause? Letztes Mal gab es ja Probleme. Da gab es ja mal Probleme bezüglich, ich knacke ein Schloss und mich beobachtet jemand dabei. Deswegen konnte ich ja bei euch nicht wirklich einsteigen. Auf jeden Fall, zurück zu diesem Santa-Schlitten-Dingens. Die ganzen Garagen, wo ich ja bisher war, da waren ja die Standardautos. Ich habe ihn auch nirgendwo entdeckt. Ich glaube ja so persönlich, es könnte ja sein, dass er doch in der Industrial Street ist. Dass da doch irgendwas Weihnachtliches ist dort. Deswegen werde ich bei Gelegenheit dort auch nochmal nachschauen. So, aber jetzt schlafen wir erstmal. Bis 0 Uhr. So. Und gehen da hoch. So, bei euch habe ich schon geklaut. Ich muss nämlich gestehen, ich habe schon wieder vergessen, in welchen Häusern ich schon überall Geschenke geklaut habe. Und ich muss ja nicht nur die Geschenke finden. Ich muss ja auch hier, hi. Oh, euer Tannenbaum ist direkt. Ah, oh. Sehr fein. Ich muss ja auch noch so ein Fabergé-Ei finden. Und die letzte Gitarre. Und seht ihr das da unten auf dem Radar? Es ist niemand in der Nähe. Niemand beobachtet mich, wie ich hier reingehe und klaue. Ist das der Hammer oder ist das der Hammer? So, und das war's auch schon. Mehr habt ihr ja nicht zu bieten. So, weg bin ich. Drei Geschenke, schnell mal stibitzt. So einfach kann es sein. Warte, ich gehe zum Auto zurück. Ich glaube, Gegenstände, die in meiner kleinen Kiste drin sind, die bleiben in der kleinen Kiste. Nur Gegenstände aus meinem Kartoffelraum nehmen die mir einfach wieder weg. Die Schweine. So, also mal schnell hier rein. Und Geschenke... Nein. Geschenke in die Kiste getan. So. Muss ich überlegen... War ich bei euch schon? Stibitzen? Das ist jetzt eine riskante Aktion. Ich weiß nämlich nicht, wo die sind. Ich hoffe, die schlafen alle. Ich hoffe es, die pennen. Ansonsten heißt es Fersengeld. Ich hätte gleich mal eure Routine checken können, ne? Wie, jetzt komme ich hier? Ah, doch. Wenn ihr im Bett liegt. Nee, ich kann euch nicht scannen, wenn ihr im Bett seid, ne? So, aber wo ist euer Tannenbaum? Nee, halt, ich glaube, ich war bei euch schon, ne? Der war doch hier oben in dem Zimmer. Ich glaube, den habe ich komplett ausgeräumt.
Jo, den hatte ich schon. Den hatte ich schon, den hatte ich schon. Da kann ich auch wieder gehen. Mach sogar die Tür hinter mir zu. Gut. Puh. Hier oben war ich hier schon in allen drinne. Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. War ich in allen dreien drinne? Ah. So. Komm schon. So. Schon. Habt ihr nicht die Knicker, die mich nicht mal einen richtigen Baum leisten konnten? Oder besser gesagt, ihr hattet einen Baum, aber wo keine Geschenke drunter waren? Ja, ihr wart doch die, ja. Ich erinnere mich. Oder erinnere ich mich falsch? Erinnere ich mich jetzt falsch? Es könnte auch sein, dass ihr gar keinen Baum hattet. Ja, könnte auch sein. Ach Manu, warum habt ihr keinen Baum? So. Machen wir euer Fenster wieder zu. Ich frage mich, ob euch das Loch auffällt, was da in der Scheibe drin ist. Naja. Ach ja, die ihre kleinen Räume immer im Haus noch abschließen, obwohl sie zu Hause sind. Ja, Fenster offen lassen, aber Raum abschließen. Auch kein Baum. Ihr seid ganz lausige Menschen. Ihr habt keinen Baum. Warum haben die alle keinen Baum? Oh nein, halt. Hab mich geirrt. Sorry. Nehme alles zurück. Habt sogar einen ganz tollen Baum. Drei Geschenke. Danke. Gehe ich auch wieder und klaue nicht mehr. Na? Nee, ich gehe hier wieder raus. Das Schloss ist mir zu anstrengend. Glaube ich noch irgendwas? Ich habe gerade gesagt, ich klaue nichts mehr. Aber vielleicht liegt ja hier irgendwas Schönes rum. Eine Festplatte. Nö, danke. Den habe ich schon mal irgendwann bestimmt geknackt. Den habe ich bestimmt irgendwann schon mal geknackt. So, ja. Mieter hat mich gehört. Ach, Mieter hat mich gehört. So. Na gut, dann nehme ich jetzt die Geschenke, die ich habe, und fahre damit erstmal nach Hause. Und dann gucke ich mal hier bei der Industrial Street. Also ich kann es mir nur vorstellen, dass irgendwo dort der Schlitten vom Santa steht. Weil hier in den Garagen, da waren ja immer die Originalautos und nirgendwo anders habe ich ihn hier rumstehen sehen. Weder hier noch in der Richie Rich Street. Jawohl, vielleicht habe ich ihn auch übersehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nur irgendwie, naja, so vorstellen. Ja, ein A-Rang. So, warte mal. Hier in der Kiste. So. Gucken wir gleich mal. Reicht es schon aus? Für die Roten.
Für die Roten hat's gereicht. Hier, ja, da weiß ich ja, wo die sind. Da bräuchte ich noch so ein. Ja, halt. Weiß und Orange. Zwei Grüne und ein Blaues. Zwei Grüne und ein Blaues fehlen mir noch. Dann hätte ich alle kleinen Geschenke. So. Wupp, 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 wupp. Okay. Die werde ich schon irgendwo finden. Ich würde mal sagen, in irgendeinem Haushalt liegen drei Geschenke doch unter dem Baum. Jetzt erstmal Industrial Street. Aber wo könnte das hier sein? Auf der Baustelle? Ich zweifle, Baustelle. Was ist mit Sie? Ihr seid. Ach ja, hier habe ich ja einst hier die Geschenke. Was heißt die Geschenke? Die Spielzeugautos gefunden. Hier, ich will mal auf mein Auto drauf springen. Dürfte ich auf mein Auto drauf springen? Erstes Grundstück und schon der Schlitten. Da ist er. Da ist der Schlitten. Okay. Ging ja leichter und schneller als gedacht. Boah, ich dachte schon, ich müsste hier alle absuchen. Und gleich im ersten. Okay, naja, klar. Das ist ja auch das Grundstück mit den Spielzeugautos. War ja irgendwie klar, dass die. Das ist bestimmt Santas Grundstück. Deswegen die ganzen Spielzeugautos. So. Gucken wir mal. Na, 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 na. Ja. So. Bingo. Der Mieter hat mich gehört. Lululululul. Ich bin außerhalb. Kannst gar nichts hören. Jetzt fällt dem da was auf. Ja, dass das Tor offen ist. Plan ist, Leute, der steht ungünstig. Ich warte die Routine ab, wo er weiterläuft und die anderen beiden hinten sind. Dann könnte ich an den Schlitten ran. Ich weiß nicht, wann das war. Es war, glaube ich, mitten in der Nacht. Weil der steht ja jetzt direkt beim Schlitten. Genau. Ich muss einfach nur warten, bis der seine Routine ändert. Und von dort verschwindet. Da muss ich hier durchs Tor fahren. Was ein bisschen schwierig wird. Okay, hier vorne ist frei. Ich weiß nicht, wie weit diese Kamera da geht. Aber hier vorne könnte ich durch. Bloß bei meinen Fahrskills. Ich werde andocken. Ich werde überall andocken. So. Ja, jetzt heißt es warten. Zeit rumkriegen. Ich weiß echt nicht, wann das war mit der Routine, dass die woanders hingegangen sind, aber der steht wirklich die gesamte Zeit über gerade hier. Sag mal. Oh, und es ist eine sich bewegende Kamera. Man könnte die Sache sehr kompliziert machen, wenn das so ein geringes Zeitfenster ist. Oh Mann. So. Ja, ist 9 Uhr, es wäre schick. Warte mal, jetzt ist der da dort. Ach, und jetzt ist der dort. Ich dachte, der wäre im Gebäude drinne. Erst Moment dachte ich so, ah, sehr schön. Jetzt sag bitte nicht, hier steht immer einer bei dem Schlitten. Weil dann ist es ja ein Ding der Unmöglichkeit. Macht man nicht so ein Krimskrams. Ja, du möchtest doch bestimmt weitergehen. Dir die Gegend ansehen. Ach, ist das furchtbar mit euch. Echt furchtbar, Leute. Echt furchtbar. Sollte ich vielleicht bei euch was auf dem Grundstück klauen? In der Zwischenzeit, wo Vater Dussel da vorne. Mist. Bin zu weit weg von der Wand, ha? Nein, ging. So, aber der, wie gesagt, der steht ungünstig.
So, was haben wir hier? Ich könnte ja, vielleicht gibt es ja die Damenhandtasche irgendwo drin. Das wäre äußerst schick. Hier gibt es eine braune und eine schwarze. Du könntest doch eine für Damen geben. Ihr wollt mir nicht sagen, dass ihr hier die Damen vergessen habt, Leute. Hört mir auf mit sowas, ne? Kann ja nicht wahr sein. Oder sie ist da hinten mit drin, im zweiten Gebäude. Puh. Ja, wie sieht denn das da hinten aus? Der eine, der läuft drinnen rum. Die laufen beide hinten sehr ungünstig. Könnt ihr mal hier reingucken. Damenhandtasche. Damenhandtasche? Nein, nicht Kaffeemaschine, sagte Damenhandtasche. Noch eine Kaffeemaschine. Puh. Also jetzt ist es schon Mittag und der Typ hat immer noch nicht seine Routine geändert. Er steht immer noch da drum. Ich weiß gar nicht, wie das war. Ich glaube, alle 6 Stunden oder so. Ne? Dann sagt ihr ihre Routine. Sieht das hier hinten aus? Wie weit läufst du? Ah, der dreht gleich wieder um. Wäre es blöd gewesen, wäre ich dran gewesen. Geht, läuft bis hier rein. Dann bleibt er da stehen. Ich könnte ihm folgen, wenn er drin ist. Ich könnte ihm folgen. Dann könnte ich drinnen gucken, ob da noch eine Damenhandtasche ist. Ich wusste, dass diese Damenhandtasche so dermaßen viel Zeit frisst. Nein? Nein? Du hast nichts gehört. Du hast nichts gehört. Nix, gar nichts gehört. Wolltest gerade wieder reingehen. Dir schöne kleine Autos angucken. Aber oh weh, kleine Autos alle weg. Warum? Habe ich die schon geklaut? Habe ich die alle schon geklaut? Ist es ein Routinewechsel? Nee. Wir schleichen ganz langsam. Der... Ich bin ganz langsam wieder weggeschlichen. Der kam sofort wieder raus. Okay, ist es ungünstig, wenn er gerade da drin ist. Da reinzugucken ist sehr ungünstig, wenn er drin ist. Puh, solange man ihnen den Rücken zuwendet, sehen sie einen nicht. Der macht mir immer noch Sorgen. Okay, 14 Uhr. Könnte meine neue Routine langsam kommen. Ich möchte ein bisschen mehr machen, als nur rumstehen. Oder rumschleichen. Können natürlich rein, wenn er gerade da vorne steht. Na, wie lange stehst du dort?
So, jetzt geht er wieder rein. Ach nee, aber bleibt erstmal hier stehen. Okay. Jetzt geht er wieder rein. Bleibt nicht lang genug da drinnen. Aha, hab's durchschaut. Ach, beim ersten Mal bleibt er nicht lange, ne? Beim zweiten Mal. Da läuft er bis. Ah, okay, okay. Aber der läuft ja jetzt eh da hinten hin und bleibt da hoffentlich stehen. Nö, nichts gesehen. Nichts gesehen. Nein, du auch nicht. Okay, die wechseln sich ab. Jetzt geht der rein, macht eine kurze Runde, dreht wieder um. Ab jetzt? Nein, doch nicht. Mist. Was ist das von der Routine? Ich habe gerade gedacht, ich hätte sie durchschaut. Nix da. Jetzt ist nämlich der zweite da vorne mit dabei. Ach, ist das kompliziert mit euch Jungs. So, geht mal ein bisschen schneller gerade. Aber sieht nicht so aus, als wäre hier eine Damenhandtasche. Nee. Okay. Wäre auch ziemlich schick gewesen, ne? Du kommst wieder rein. Geh mal wieder raus, bitte. Ich wollte mich da drüben noch umschauen. Ob da eine Damenhandtasche ist. Ich kann es nicht wirklich glauben, aber ich wollte sicher gehen. Weil manchmal findest du auch Dinge an den ungewöhnlichsten Orten. Diesen 3D-Drucker. Okay, jetzt geht er gleich wieder rein. In dem Moment, wo er reingeht, schleiche ich mich raus. Bei Damenhandtasche gab es hier nicht. Okay, also gibt es hier nur Santas Schlitten. Na, was heißt nur Santas Schlitten? So, hab mich mal ein bisschen beeilt. Der da vorne, der steht immer noch bei dem Schlitten. Das kann ja nicht wahr sein. Es kann ja nicht wahr sein. Kann man den echt nur mitten in der Nacht klauen oder was ist los? Ist ja furchtbar. Seid ihr denn so gewissenhaft? Ah, furchtbar, furchtbar, furchtbar. Könnte ich in der Zwischenzeit mal in die Container gucken. Aber warum sollte eine Damenhandtasche in einem Container drin sein? Ich liebe das mit diesem Licht. Siehst du, der Security-Typ ist so gut. Ja, so sehe ich ihn, aber im Weißen hier ist er total verschwunden. So, ich kann jetzt noch in diesen letzten Container da reingucken, aber ich denke nicht, dass da die Damenhandtasche drin ist. Komm, geh ins Gebäude rein. Was ist denn mit dir? Haken schlagen wie so ein Hase.
gar nicht leiden. Nee, offensichtlich auch nicht hier. Da draußen sowieso nicht. Okay. Hier gibt es keine Damenhandtasche. Und wenn es sie gibt, dann liegt sie so ungünstig, dass ich sie nicht gefunden habe. So. Die Tür geht zu, damit du mich nicht versehentlich mal siehst. Aber es nervt unheimlich, dass da vorne dieser Wachposten ist. Ich bin jetzt seit wann hier? 9 Uhr morgens? Innerhalb von 10 Stunden war immer einer an dem Ding. Aber immer. Und das ist ill. Das ist einfach nur ill. Ich meine, wie soll ich den klauen? Wenn ich da hingehe, der brutzelt mich. Ich meine, jetzt wird es dunkel. Jetzt habe ich so langsam den Sichtfaktor auf meiner Seite. Aber das nützt mir gar nichts, wenn der 2 Meter neben dem Ding ist. Vor allem, Santas Skeletten, braucht er jetzt auch wieder hier dieses Code-Knacker-Ding? Ich hoffe nicht. Und ich hoffe auch, dass der keine Alarmanlage hat. Das kann ich nämlich gar nicht gebrauchen. So, 20 Uhr, wir warten. Trinkt mein Käffchen, das dauert hier noch. Ich glaube, 22 Uhr wechselt die Routine, oder? Oder was, 21 Uhr? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber wenn ich es verkacke, weiß ich zumindest, wann ich wiederkommen muss. So. Hätten die Herren dann irgendwann mal die Güte, da wegzugehen? Es kann ja nicht sein, dass der die ganze Zeit bei dem Auto tuckt. 21 Uhr, dein Zeitfenster, da kannst du verschwinden. Komm schon, ich möchte Santas Schlitten haben. Hier, der dreht da vorne sofort wieder um. Und der Wagen muss irgendwo in dem Bereich dort sein. Also, der sieht mich 100 pro, wenn ich jetzt versuche, dahin zu gehen. Könnte der Zweite nicht zu dem da gehen und du läufst hier irgendwo rum? Nee. Müssen beide hier vorne hocken. Meine, der im Gebäude ist vielleicht gar nicht so schlau. Aber der nervt so. Na? Jetzt bin ich hier schon einen halben Tag. Halben Tag hocken die am Auto. Im Schlitten. Nicht im Auto. Im Schlitten. Puh. Jungs, macht mal eine Pause. Geht mal pinkeln. Geht mal was essen. Ihr dürft auch rochen, wenn ihr wollt. Hauptsache, ihr geht mal von dem Schlitten weg. Und guckt euch nicht durch die Wand an. Ist ja gruselig. So. Könnte es langsam eine neue Routine geben? Wäre echt schicki. Es ist nach 22 Uhr, es gibt immer noch keine neue Routine. Oh. So anstrengend mit euch, Jungs. So anstrengend. Warum? Warum macht ihr es mir so schwer? Ich will doch nur den Schlitten haben. Hier, pass auf, jetzt dreht er wieder um. Der dort dreht um. Komm, dreh um. Komm schon, Junge. Ich weiß, dass du gleich umdrehen willst. Dreh um. Siehst du? Dreht um. Muss man die weglocken? Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die wegzulocken? So ein Backstein? Oder den an den Kopf zu werfen, so einen Backstein. Ich habe übrigens lange keine Backsteine mehr gesehen. Ich habe sie nur im ersten Bereich oder
Was ist hier los? Warum geht's hier in die Backsteine? Ist ja furchtbar. Könnte ich ja vielleicht einen aus der Mauer rausreißen? Obwohl, da sind bestimmt keine Backsteine drin. Aber so ein Stück Zement, Beton greifen und... Hallo? Wo gehen wir denn hin? Wo geht der denn hin? Ah. Okay, jetzt ist der drinne. Ist das das Zeitfenster? Ab 23 Uhr. Ich mach mal die Türe zu. Jetzt ganz vorsichtig sein. Okay, da vorne steht ein Wachmann. Scheiß Kamera. Was ist das? So. Oh. So viel dazu. Es ist ein Schlitten. Es ist kein Schlitten. So. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Schnell weg hier! Schnell weg hier! Ich hab Santas Schlitten! Jetzt reiß ich Bräute auf! Bringe Kindern ihre Geschenke! Ich hab Santas Schlitten geklaut! Ja! Da steht er! Das heiße Teil! Aber ist schön clever geregelt, ne? Also muss man also sagen, ja. Mit der Verkleidung. Aber auseinanderbauen kann ich nicht. Na? Nee? Nee, das lassen sie nicht zu. Das lassen sie nicht zu. So, jetzt muss ich mal in die Uhr gucken. Oh Mann, ich hab Santas Schlitten. Darauf kommt's an. Puh, das ist der Sieg dieser Folge. Warte, ich gehe nochmal zum Hähner und verscherbe noch den ganzen Kram, den ich nicht mehr brauche. Oh, Santas Schlitten. Endlich. Alles nur für das Achievement. Nein, natürlich nicht. So, ja, bitteschön, bitteschön. Wie beim letzten Mal fällt mir auch diesmal keine Story ein. Sorry. Gut. In der nächsten Folge werde ich wahrscheinlich probieren, nochmal diese großen Geschenke zu klauen. Vielleicht gibt es ja in der Ridge Ridge Street auch noch ein paar kleine. Ich schau mal. Gut, ich danke vielmals fürs Zuschauen, wünsche noch einen fantastischen Tag und verabschiede mich. Ciao.